Herzlich willkommen zurück zu End of Zoe DLC von Resident Evil 7. So, wir haben jetzt diesen Typ dann nochmal gekillt, allerdings ohne der Hilfe des Speers. Den haben wir uns jetzt nochmal eingesteckt, weil den könnten wir eigentlich früher oder später doch nochmal gebrauchen. Mal gucken und warten, bis der da kommt. Ja, hat doch gut geklappt. Da ist der Ast gewesen, alles klar. Vielleicht sagen wir, nehmen mal so eine Mat und essen die. Dann geht es uns doch schon gleich schon besser. Okay, wo war jetzt dieses Metallschrott? Das war hier. Dann können wir uns doch gleich zwei Dinger herstellen. Mal schauen. Jawohl, sehr gut. Schon einmal zwei. Die waren da unten. Ich vermute mal, dass es da weitergeht. Es gab ja auch noch einen anderen Gang, wo so ein komisches Springviech da gewartet hat. Das könnten wir eigentlich auch probieren zu töten. Das war hier irgendwo. Okay. Hey, wo soll das da einer sein? Hier ist nochmal ein Wurfspeer, sehr gut. Das war jetzt alles, oder wie? Na gut, wir haben immerhin eine Boxerpuppe bekommen. Das ist ja nicht so schlecht. Haben wir jetzt schon mal 5%. Okay, dann geht's dann da unten doch weiter. Alles klar, dann let's go dahin. Ich versuche natürlich immer möglichst ohne diese Wurfsperre auszukommen. Aber ich vermute mal, dass das nicht ganz so einfach wird vielleicht. Ganz gut geklappt schon. Stehen zwar jetzt beide nochmal auf, was mich jetzt ist nicht so wahnsinnig. Was, ist jetzt mal tot oder was? Ja, hat doch gut geklappt. Sehr schön. Da hinten ist nochmal so ein Viech. Ah. Okay. Tun wir mal den Wurfspeer ausrüsten. Weil ich nicht weiß, hier können halt auch überall die Krabbelfiecher rumrennen. Da geht's nochmal lang. Okay.
Es kann ja von mir aus kommen, ich habe da kein Problem mit. Ja, kommt, kommt. Kein Problem. Yeah! Also es klappt echt sehr, sehr gut mit diesen Rechts-Links-Kombinationen. Also muss man echt, da kann man ganz schön sparen an diesen Wurfsperren. Oh, da ist auch nochmal ein Kletterkolleg. Na, komm her. Ich glaube, das war's. Ajo. Gefällt mir doch sehr gut. Okay, hier scheint nichts zu sein. Da geht's wieder weiter. Ist der Hilfearzenei, sehr schön. Da ist nochmal so ein Speer. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir schon drei von denen. Was ich sehr gut finde. Kann man gar nicht so genug von haben. Okay, schauen wir uns hier nochmal um. Hier geht es nicht weiter. Die Frage ist, ob man hier überhaupt rein kann. Also diese komischen Luken, wo ihr hier seht. Mal lang, gell? Aha, sehr schön. Champions Puppe, okay. Was ist eine Champions Puppe? Eine unheimliche Puppe für schwarze Magie. Für jeder im Inventar erhöht sie ihre Angriffskraft um 5%. Geil, jetzt haben wir schon 10% Angriffskraft. Sehr geil. Sehr geil. Okay, das sind einfach so Geheimverstecke, wo man dann diverse Puppen findet. Oder in dem Fall halt so eine, nochmal so ein Speer. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Also nochmal eine ganz andere Art von Survival Horror, wenn man hier einfach nur die Fäuste als Waffe hat. So. Finde ich cool, aber auf jeden Fall keine schlechte Idee. Okay, da kommt man hoch. Hier kann man nochmal speichern. Da ist nochmal so eine Puppe. Sehr gut. Speicherpunkt. Hier kann man irgendwas aktivieren. Autosynthese. Was? Ach, komm schon! Das bringt nichts, wenn du da noch 50 Mal draufhaust. Das ist es. Endlich! Boah, nicht schon wieder der. Bist denn du vor einer, ey, Mann? Boah. Sonst geht's dir gut, oder? Ist jetzt so eine Art Bosskampf hier, oder was? Ja, scheint so. Okay. Du willst das? Dann komm her, du Scheiße! Oh.
Hutch sitzt dann. Kannst mich mal. Magst du das? Finisher, komm, verreck, du Scheißviech. Hey, gefällt dir das, ne? Nicht so geil, Mann. Oh, Mann, ey. Ich komme zu dir, Sean. Alter, der Typ hat keine menschlichen Kräfte. Es ist so krank. Aber richtig geil gemacht. Richtig geil gemacht. Oh, Metallschrott, Metallschrott. Kein Problem, nehmen wir alles mit. Vermuten wir, dass es jetzt hier lang geht. Haben wir noch einen Speer? Einen einzigen haben wir noch übrig. Siehst du, es zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn man die Sachen sammelt. Also wenn ich jetzt die ganzen Speere nicht gehabt hätte, dann wäre es vielleicht nicht so schnell. Hätte man vielleicht nicht so schnell gewonnen. Ja, aber so sehr stark war er jetzt gar nicht. Aber ganz okay. Nochmal Metallschrott. Das heißt, wir kriegen hier noch eine ganze Menge Baumstämme, wie es aussieht. Oder wir müssen wieder gegen irgendwelche... Da ist sie ja schon. Hä? So schnell? Okay, krass. Da passiert da wieder irgendwas. 100% greift uns irgendein Krokodil an oder so. Naja, klar. Ja, nicht der schon wieder. Na, servus. Was? Ja, natürlich. Naja, klar, dass hier da irgendwas passiert. Wo soll ich jetzt hin? Im Motorboot oder was? Scheint so. Sorry! Wo bist du, Mädchen? Wo sind die hin? Da ist er. Hey! Lass meine Familie in Ruhe, Arschloch! Was ist das hier von Ort? Oh, jetzt bist du dran. Na, hoffen wir es doch. War ja klar, es hätte irgendwas passieren müssen. Das wäre sonst viel zu schnell zu Ende. Mann. Bläh. Hier ist alles zum Teufel gegangen. Sehr lecker. Muss schon sagen. Überall schwabbeltes Zeug hier, boah. Wird mal grad schlecht. Gott. Muss da fahren sein. Ja, dann gucken wir doch mal nach, komm.
Ich würde es jetzt nicht wundern, wenn aus diesem Haufen da irgendein Viech rausspringt. Oder irgendeine Made. Ich dachte schon, ey. Dann gibt es hier da irgendwelche. Keine Krokodile, okay. Alles klar. Okay, hier steht ein Speicherpunkt. Sehr gut. Dann würde ich auch sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Zoe, End of Zoe. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.